Hallo miteinander zu einer weiteren Folge vom NHL Let's Play. Ja, nachdem wir die letzten zwei Matches verloren haben gegen unsere direkten Konkurrenten Lugano und Servet, geht es jetzt gegen den Tabellenführer, gegen ZSC Lions. Ich habe jetzt seit dem letzten Match eine gewisse Pause gemacht. Ich habe mich da ziemlich aufgeregt im Spiel, weil es halt einfach gewisse Sachen gegeben hat, die ich im Spiel nicht so ganz verstehe. Jetzt aber neue Motivation und daher ja da jetzt gegen ZSC Lions auch gegen den Gegner spielen, wo der HCD in den Playoffs, also in den richtigen Playoffs ausgeschaltet hat, ist natürlich Motivation, um jetzt da das Spiel gewinnen im Hallenstadion, gerade nochmal eine Ticke grösser. Sind dort Genoni mit 94,4% ist immer zweitbeste Goalie, nur der Gans von Lugano ist noch ein bisschen besser. Zulander unter 90%. Spieler machen sich bereit zum ersten Bulli. Und Spiellauf. Auch das wird wieder ein schwieriges Spiel werden, vor allem jetzt nach zwei Niederlagen hintereinander wieder. Der Weg zurück auf die Siegerstrasse finden wird nicht einfach. Das wird sicher über eine gute Defensivleistung den Weg zum Sieg führen. Aber natürlich muss auch offensiv was gehen. Zum Beispiel hier mit dem Tati-Check. Genau, gut die erste Torchance. Dann habe ich jetzt mehr als 3 Minuten. When you play big, you end up with hits like this. Yeah, and I love these big hits, but that's why you have to have your radar constantly on if you're the offensive team. Ist der heftige Check vom Süko, oder? Zurich's early season numbers not bad, right, Gary? 6-2 and 0-5 so far, not too bad a start. That puck's got to be moved by the winger after he tied him up in the draw. Tubarchi. Für den Ramholt, der Bürgler, zum Rizzi. Und 1-0 durch das Sandro Rizzi in der 5. Spielminute. Ein Slapshot ins hohe Eck. Der Zulander langsam reagiert, nicht richtig, wie auch immer. 1-0 für den HCD, für das 3. Saisongoal von Sandro Rizzi. Da ein schöner Schlagschuss. Blindenbacher Bohn. Ja, sehen Sie nicht recht, wer noch der zweite Verteidiger war, der einfach zu weit weg vom Rizzi gestanden sind. Und es steht bereits 1-0. Chinman gewinnt das Bulli. Weiss ist schon wieder gefährlich vor dem Goal. Ein Querpass, der nicht ankommt auf den Jockey. Aber dafür der Pass vom Chinman beim Jockey. Und wieder ein guter Schuss. Ja, Davos will sich revanchieren da natürlich für die zwei Niederlagen. Rehabilitation ist angesagt. Forster, Wieser, Böck. Holt er sich aber wieder, aber dann ein Offside-Pfiff. Wahrscheinlich korrekt. Ja, knapp ist der Böck kurzzeitig draußen gewesen. Over 8 minutes gone here in the first. Riz's goal up on the board right now is the lead. Ponax gewinnt wieder das wichtigste Bulli. Und der Ponax, nein, das ist Sykora, Entschuldigung. Ui! Glück da, würde ich mal sagen, für den Zulander im Goal von der Zürcher. Aggressives Vorchecking vom HCD. Und der Mo nehme ich noch Gegenstoss. Schön zurückgelegt auf den Schneider. Aber Genoni lässt sich so natürlich nicht überraschen. Aber dann bleibt der Böck drinnen, da wäre ich mir jetzt auch nicht sicher, ob er nicht draußen gewesen ist. Ja, wahrscheinlich alles korrekt. Es ist viel schnell gegangen. Genoni geht sauber dazwischen. Von Arx passt auf den Tati-Check, der immer noch den Topscorer-Helm trägt. Aber der Böck verliert. Und jetzt dauert es offside auf der anderen Seite. Ein bisschen mehr als 12 Minuten sind vorbei. 1-0 für der HCD. In dem Spitzenspiel. Ein Schuss vom Zitterer, der auf die Knie weggeräumt wird.
Meint ihr, das war der Schuss, der knapp am Goal vorbei ist? Oder Zulander hat so knapp am Goal vorbei lenken können. Witzig gewinnt das Bulli ebenfalls. Ganz starke Bulli-Statistik heute beim HCD. Oh, mutig, der Böck einfach weggespielt hier vom Zulander. Kennt man sonst normalerweise noch vom Genoni, so Aktionen. Ui, aber jetzt ein Böckverlust vom Forster. Holt er sich aber wieder zurück mit einem kernigen Check und blüht ihn nochmal. Ja, jetzt fangen schon wieder die Unkonzentriertheiten an, die in den letzten zwei Matches zu der Niederlage geführt haben. Das muss verhindert werden. Jetzt auch noch ein Wechselfehler bei den Davoser. Aber hinten wird aufpassen. Jetzt reizt sich da der Genoni auch noch mit einem Fehlpass ein. Und jetzt der Jocchi. Jocchi hebt den Böck mal in die Zone, gut ein bisschen Ruhe reinbringen. Pass zurück auf den Jan von Arx, der schießt, aber das wird abgeblockt. Und wird Zürcher im Angriff mit dem Murphy und dem Seger. Und das war wieder eine gefährliche Torchance gewesen. Und schon wieder Zürcher, ganz allein vor dem Goal. Ja, und da am Pfostenschuss. Ja, jetzt muss der Hose doch aufpassen. Passiert wieder genau das gleiche wie im letzten Match. Die Jockey vielleicht noch mit einem Abschluss. Ja, aber am Goal vorbei. Am ersten Drittel steht es 1:0 für den HCD. Nach dem Goal von Sandro Rizzi nach knapp 5 Minuten. Aber gegen den Schluss vom Drittel ist der Z immer besser ins Spiel gekommen und hat auch ganz klar die besseren Torchancen gehabt. Wir sind da praktisch da. Das ist der Pfostenschuss da nochmal, wie man sieht. Und da sehen wir nochmal das Goal, wo der aktuelle Spielstand bedeutet. Der Sandro Rizzi mit dem 1:0 in der 5. Minute. Ja, und wir gehen direkt ins zweite Drittel rein. Die Mannschaften sind wieder parat. So viele Bullies hat der Hose gar nicht gewonnen, so wie es ausgesehen hat. Ja, und jetzt schon wieder eins verloren. Wir haben einfach genau die drei Bullies kommentiert, wo der Hose gewonnen hat. Die anderen zwei sind verloren gegangen. Im ersten Drittel. Genoni holt sich den Böck, passt auf den Forster. Der schön auf der Südkora, auf der rechten Seite raus. Südkora fährt quer. Oh, wieder mal ungefährlich in den Schuss. Und schon wieder ein Check. Und der Shannon bleibt liegen. Ryan Shannon bleibt liegen nach dem Check von Bonarx. Ja, heftiger Bandencheck. Und Shannon einfach mit dem Kopf zu weit unten. In der Schweiz hätte das jetzt sicher wieder ein Spiel durch die Disziplinarstrafe gegeben. Und der Rizzi mit dem Böck. Und der Gobi ist der Zweite, der, den ich im ersten Drittel nicht gesehen habe. Und schon wieder ein kerniger Check von der Davoser. Und Zürcher mit Tempo. Mit viel Tempo. Das ist auch so etwas, was mir in dem Spiel ziemlich auffällt, ist, dass die gegnerische Mannschaft über drei Linien, über drei Drittel lang Vollgas gehen kann, während meine meistens nach dem ersten Drittel schon deutlich einen Leistungsabfall haben. Um seine Zahlen zu sprechen, wo mir das zuerst mal aufgefallen ist, habe ich, wenn dann der Genoni wieder eine gute Parade zeigt, um seine Zahlen zu nennen, ich habe einmal in einer Saison, wo es nachdem es mir aufgefallen ist, einmal Statistik geführt. Und haben über die nächsten 25 Spiele mal beobachtet. Ich habe in diesen 25 Matches insgesamt 97 Goal geschossen, was fast 4 Goal pro Spiel bedeutet. Von diesen 97 Goal sind aber 58, also weit mehr als die Hälfte, gerade 60%, im ersten Drittel gefallen. Und im dritten Drittel habe ich gerade einmal 12 Goal geschossen, da davon 11 ins leere Goal. Also sprich, weil ich halt einfach knapp geführt habe und halt nach dem Gegner den Goal rausgenommen hat. Also recht krasse Statistik, wenn man das mal so sagen darf. Bonarx spielt Böck ins Drittel aber. To Ambiel. To Murphy. To Monet. 2 on 2 on the rush.
Ja, gut dazwischen gegangen. Und jetzt der Ausgleich. Der Bastl ist, glaube ich, knappe Spielhälfte mit dem 1:1 und es passiert also schon wieder. Jawohl, der Marc Bastl ist es, dass der Gegner mit Vorteil vom Spiel immer besser wird. Und da, ja, also wenn er da noch ab zum Abschluss kommt, hat er sich schön durchgesetzt. Und es steht 1:1. Jetzt muss der Wolves wieder reagieren, um nicht die dritte Niederlage in Folge zu kassieren, weil der Z ist eindeutig besser in dem Spiel. Der Wolves hat sichtlich Mühe, um jetzt auch Spielaufbau zu machen. Scharoni ist ja mal jetzt im Drittel drin. Druck auf den Vorarx. Aber der Pass vor das Goal kommt wieder mal nicht an. Weil Zürich hinten einfach dicht macht. Und da bricht ein Blindenbacher den Stopp. Aber auch da sehen wir wieder, sie sind einfach bitter. Und es steht 2:1. 2:1 für den ZSC. Domenico Pittis mit seinem 8. Saison-Goal. Und da ist er mindestens doppelt so schnell gewesen wie alle Davoser und macht dann auch noch Backhand im nahen Ecke. Ein wunderschönes Goal. Davos völlig vor der Rolle. Seit dem 1:0 ist nicht mehr viel gekommen nach vorne. Da hat sich Jutta schon wieder der Böck. Abschluss geht über das Goal. Und wieder ist der Zürcher einfach fast doppelt so schnell wie der Woser Abwehr. Also. Und es steht 3:1 durch den Mone. Unglaublich, ja. Was ist nur mit der Woser los? Wie gibt es die Funktion vom Timeout noch? Jawohl, die gibt's noch. Nehmen wir doch mal das Timeout da, der Gurto wird das genauer so machen. Mit dem Timeout. 3 Gegentreffer innerhalb von 6 Minuten. Clears that one in cross ice into the offensive corner. Big time collision right there. Let's you get some. Reaktion von Tomate. Vielleicht mit dem Rizzi. Ja, der Pass war nicht schlecht, aber jetzt kann natürlich Zürich auch sich ein bisschen mehr hinein reinstellen. Machen es aber nicht, sie greifen weiter an. Und der Bürgler mit dem Gegenzug. Aber schon wieder sind 3 Zürcher bereits hin. Und das bei einem Konter wohlgemerkt. Ja, das Drittel geht eindeutig an Zürich. Vielleicht kommt im letzten Drittel nochmal eine Reaktion. Ich hoffe, es kommt nochmal eine Reaktion. Auch wenn der Wuser sehr, sehr müde wirken. Vielleicht 30 auf Zürich. Da sehen wir noch, gerade bei dem Goal da sind sie ganz im Schilf gestanden und auch nachher da beim Goal von Mone. Schwächer, langsamer. So kann man ein Match natürlich nicht gewinnen. Chancenlos in dem Drittel. Und wir starten ins dritte Drittel. Wo der Wose doch noch eine Reaktion zeigen müssten, wenn sie in dem Match noch etwas holen wollen. Müsste jetzt sehr, sehr schnell ein Goal her. Bulli wird schon mal gewonnen. Tati-Check mit einem ersten Angriff. Von Arx mit einem Abschluss. Aber die Zürcher stehen hinten sehr, sehr gut und nehmen den Rapperaller auch an. Ja, und da kommt der Sükkerer auch wieder in den Böck. Hat ihn jetzt gleich. Und macht es 2:3. Peter Sükkerer holt sich den Böck und umkurvt der Sulander zum Anschlusstreffer in der 42. Minute. Sein zweites Saisongoal. Wir sehen das dann aber. Da holt er sich den Böck und dann kurvt er einfach um den Sulander herum. Und verkürzt zum 2:3.
Die Hoffnung kehrt wieder zurück auf die Seite der Bündner in dem Spiel. Trailing, Bürgler wird bodencheckt. Aber jetzt wird Zürcher im Angriff. Ja, wahrscheinlich die 2 Minuten ist jetzt schon wieder gewesen, um die Energie zu verlieren. Jetzt Guggisberg. Auf der Ritzi. Knapp über das Goal. Sie müssen mit mehr Tempo kommen. Sonst können sich die Zürcher in aller Ruhe formieren. Ja, da startet der Ramholt leider nicht zum Gegenzug, weil das der Guggisberg eigentlich geplant hätte. Und Tatiček mit dem Ausgleich. Der Topscorer vom HCD in der 48. Minute mit dem 3:3 nach dem Abpraller holte der Puck aus der Luft ab und mit seinem 6. Saisongoal. Wir sehen das da nochmal. Da lenkt der Sulander ab. Und genau ein Tatiček in Tension und aus spitzem Winkel. Der Reto Fornax nimmt dort dem Sulander auch noch schön sich. Gleich der Tatiček für den HCD aus. Jetzt natürlich wieder der Vorteil. Ja, und jetzt auch noch eine Strafe gegen den ZSC. Ich glaube, gegen den Ambühl ist es, der hier am Wieser auf den Stock haut. Oder ich auf die Hand haut. Da sehen wir es beim Bulli, da der Stockschlag gegen die rechte Hand und es ist der Ambühl. Der Davoser im Dienst von den Zürcher. Oh, der Abschluss von Jan von Arx kommt nicht durch. Und Jan von Arx wieder mit dem Böck auf der Ritzi. Der bleibt zwar hängen, aber der Forster übernimmt. Und jetzt ist da die Zone ziemlich offen gewesen für den Forster, um mal reinfahren. Und der Seine, der hat schon mal von dort getroffen in dieser Saison. Also der Ritzi bringt einfach mal den Puck vor das Goal, aber leider keiner da zum Ablenken. Und jetzt der Jan von Arx nimmt einen Aufbau auf seinen Bruder Reto. Aber der Puck hat wieder verloren und ZSC kann sich wieder befreien. Das wäre jetzt natürlich die Chance, da zum Führung gehen, die Überzahl. Aber die Überzahl ist ja schon fast wieder zu Ende. Ja, und dann fast nochmal eine Chance, aber da ist der Angreifer. Ich glaube, es ist der Stin, wenn sie doch sehr überrascht, dass er da noch ein Puck gekommen ist, nachdem er den Ritzi ja eigentlich schon verloren hat. Und jetzt der Ritzi wieder mit Platz auf der rechten Seite. Bremst ab, spielt noch der Forster. Und der Forster tritt noch die Latte. Schade. Und der Bürgler kann auch nicht reüssieren aus dem Abpraller. Lattenschuss jetzt also auch bei der Davoser. Wo jetzt in dem dritten Drittel wieder spritziger wirken. Timeout hat seine Wirkung gezeigt, man hat sich beruhigt und jetzt im Drittel. Ah, oh, dann wird der Süker vom Back abgeschossen. Und der Bürgler holt sich den Böck. Passt auf den Süker, aber der kommt leider nicht ganz an den Böck her. Und jetzt der Stopp, auch mit einem Abschluss. Und wieder wird der eigene Mann getroffen. Es ist unglaublich, wie oft der Woser die eigenen Spieler vor dem Goal abschießen. Ja, und da wird es wieder gefährlich vor dem Goal von der Davoser. Wieder ziemliches Chaos. Das in der letzten Minute, aber jetzt ist der Puck zum Glück aus dem Drittel draußen. Noch 3 Minuten, ich denke, das nächste Goal entscheidet die Partie. Und der Wieser nochmal mit einem Anlauf für den HCD. Mit einem schönen Pass auf den Jockey, aber der Puck wird wieder abblockt. Und jetzt der Wieser mit viel Platz. Schießt wieder, glaubt der eigene Mann ab vor dem Goal. Also, das Stellungsspiel von der Davoser ist überhaupt nicht gut. Wenn man es immer wieder sieht, da. Jawohl, es ist wieder der Chinman, der da im Weg gestanden ist.
nicer save. Everybody has to do their share, Gary, and this goalkeeper. Ich sage jetzt nicht, dass ich die Spieler ja selber gar nicht steuern kann. Aber ja. Und der Forster mit einem Abschluss und ein weiteres Pulli. Noch 58 Sekunden und Davos will jetzt da effektiv den Sack noch zumachen. Will den Match gewinnen in der letzten Minute. Nicht wieder in einen Overtime, nicht in Verlängerung müssen. Auch wenn dann schon ein Punkt auf sicher wäre. Man will den Match jetzt noch gewinnen. Vonax gewinnt das Pulli, Jan Vonax mit dem Böck. Schießt aber über das Goal und vor dem Goal hat der Tatičeck den Helm verloren. Das ist der goldige Helm, der auf dem Eis liegt. Und der Sykora holt sich den Böck, wird dann aber zu Boden gecheckt. Man am Rand vor Legalität, aber jetzt natürlich so kurz vor Schluss. Will natürlich der Schiedsrichter auch nicht mehr eingreifen, aber die Frage ist natürlich, ob er jetzt nicht schon eingreifen hat, weil zuerst wird dem Tatičeck der Helm weggerissen. Dann wird der Sykora angegangen. Seiner hätte man sicher schiefen können. Seina! Mit einem guten Schuss aufs Goal und der Helm vom Tatičeck ist dann auch noch weggespickt. Hat für kurze Verwirrung gesagt. Da sehen wir jetzt die Tabellen einmal einblenden. Man sieht, der Z führt die Tabellen an, hat aber ein Match mehr bestritten. Also für den Z ist das schon das 9. Spiel. Und der Böck ist tatsächlich drin. 13 Sekunden vor Schluss. Ich habe schon gedacht beim Forsterschuss, dass der Böck drin ist, aber dann ist er noch nicht drin gewesen. Aber der Abpraller landet beim Reto Vonax und mit seinem 5. Saison, und man sieht es nochmal, der Nachschuss da an den Pfosten. Und dann ist der Reto Vonax goldrichtig gestanden, um den Böck über die Linie zu drücken. Und da wird jetzt der ZSC nicht mehr reagieren können in den letzten 13 Sekunden. Boy, this is clutch when you can play it to a tie and then win it in the final minute. Now look, I know it's not over. Gewinnen zwar das Pulli, nehmen direkt den Goalie raus, aber das wird für keinen Angriff mehr lange, denke ich mir. Ja, vielleicht für einen Angriff noch. Tatsächlich auch nochmal ein Abschluss, aber der HCD gewinnt in Zürich durch das Last-Minute-Goal vom Reto Vonax mit 4:3 nach einem katastrophalen Mitteldrittel, wo man mit 0:3 verloren hat, hat man das letzte Drittel mit 3:0 gewinnen können. Also alle Goal in dem Spiel sind auf der gleichen Seite gefallen. Da sehen wir den Ausgleich vom Tatičeck und jetzt dann sicher auch noch das letzte Goal. Da forscht man im Schuss und dann der Reto Vonax am schnellsten. 13 Sekunden vor Schluss mit dem Siegesgoal für den HCD. 4:3 also gewinnt man auswärts beim Tabellenführer. Ein Blick auf die drei Stars vom Spiel. Thibaut Monnet und Marc Bastl vom ZSC mit jeweils einem Goal und einem Assist. Und der Reto Vonax mit dem Game-Winning-Goal hat es noch als dritter Star in die Liste reingeschafft. Ja, die Ausgleichheit beim HCD hat heute dafür gesorgt, dass halt kaum ein Spieler vom HCD in den drei Stars drin ist, aber der Match hat gewonnen werden können. Da nochmal eine Übersicht. In der 5. Minute der Rizzi mit seinem 3. Saison-Goal auf Pass von Bürgler und Ramholt. Dann die schwachen 6 Minuten vom HCD, 31. Minute Marc Bastl auf Pass von Monnet und Murphy. 34. Minute Pittis auf Pass von Blindenbacher und Gobi. Und dann in der 37. Minute der Monnet auf Pass von Seger und Bastl haben für den Z für die zwischenzeitliche 3-1-Führung gesorgt. Aber nachher hat der HCD den Match noch gekehrt. 42. Minute Petr Sykora. 48. Minute Peter Tatičeck auf Pass von Guckisberg und Ramholt. Und dann eben, ja, da steht jetzt 12 Sekunden vor Schluss, im Spiel jetzt angezeigt 13 Sekunden vor Schluss, der Reto Vonax auf Pass von Beat Forster zum 4:3. Und mit dieser Übersicht danke ich euch wieder fürs Zuschauen, verabschiede mich für euch, bis zum nächsten Spiel. Tschüss miteinander!